So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen nochmal zurück zu Muri in Stage 4-3. Dieses Mal bin ich ein bisschen besser dran als vorher, hab noch 3 Leben. Damit kann man, glaube ich, ein bisschen mehr anstellen. Und ich wollte gerade sagen, wenn ich nicht muss, zerschieße ich die Dinge jetzt nicht mehr. Hat natürlich wieder super geklappt. Und dieses blöde Chaos stellt natürlich so viel Kollateralschaden an, dass die Dinge von automatisch aufgehen. Auch wenn ich das nicht will. So, ich habe jetzt einfach mal beim Beginn des Levels angefangen, weil ich nicht mehr wusste, wie weit ich kam beim letzten Mal. Ich lasse mir jetzt einfach mal runterfallen. So, ihr geht jetzt kaputt. Und du gehst auch erstmal abdanken. Ich mache das jetzt ganz vorsichtig, weil wir haben gesehen, was passiert, wenn man einfach so blindlings einläuft. Ah, das erwischt uns. Lieber vorsichtig. Okay, das darf man nicht berühren. Ich dachte wenigstens, das kann man berühren. Satz mit X. War wohl nix. So. Darf man wenigstens da drauf. Okay. Sehr schön. Gibt es noch ein paar Schuss? Das sieht fast wie Lava aus. Ist es auch. Oh, wie ärgerlich. Okay, ich weiß nicht, ob ich dahinter soll. Ich meine, eins von den Gefahren ist okay. Diese fliegenden, diese runden Dinger hier, diese Stacheln oder diese eierverschießenden Kacki-Dinger. Aber beides zusammen, das ist halt zu viel des Guten. Oh nein! Genauso wie das zu viel des Guten ist. Also das Chaos Add-on ist in dem Level richtig scheiße. Das muss man mal so sagen, wie es ist. Gut. Dann probieren wir mal ans Mega wieder zu kommen. Mega, warte. Hallo, hallo, ich habe das gar nicht berührt. Wollte ich doch nicht. Okay. Dann holen wir uns den Scheiß und verpissen uns gleich wieder. Hab nicht gar keinen Bock, hier mehr Zeit zu verbringen. Oh. Komm, Scheiß auf die Joysticks. Bloß weiter hier. Ich glaube, hier sind wir ungefähr draufgegangen. Von daher, guter Einstieg. Oh Gott, Jump'n'Run-Einlagen, wie ich sie liebe. Das in einem Jump'n'Run, das ist schon eine Sauerei. Okay, hier gibt es bloß ein Chaos, aber weitergehen tut's anscheinend nicht. Das ist blöd, ich habe nicht fest damit gerechnet, dass es hier weitergeht. Okay, da war der Bonusraum. Ich hoffe, wir haben dann bloß am Schluss genug Leben für einen Endgegner. Das ist ja noch meine große Befürchtung, dass es daran dann scheitert. Okay, die Energie heben wir uns mal auf. Wir haben gemerkt, wie kostbar die sein kann. Schnauze. Boah, ich kann hier wirklich gar nicht so viel reden, weil ich mich total konzentrieren muss. Oh nein. Weg ihr blöden eierwerfenden Kackviecher, Alter. Sehr schön. Da nutzt das Chaos dann doch wieder was. So, sehr schön. Das Gute ist, wir haben jetzt einige Energiereserven. Wir können also wieder zurück, falls wir Energie brauchen. Ist zwar zeitaufwendig, aber hier waren wir doch schon mal, oder? Ich glaube, oh, Muri in Leben. Also ich bin mir sicher, dass wir hier schon mal waren. Oder auch nicht. Weg. Pfui. Ah, sehr schön. Extra Life. Das können wir gebrauchen. Unschön, dann mache ich das lieber trotzdem kaputt. Nein, nein, nein. So, unser Chaos neigt sich auch dem Ende entgegen. Alter, das ist übel. Da läufst du besser einfach durch. Und nimmst nur einen Trefferschaden. Okay, hier waren wir aber jetzt definitiv schon. Da drüben war die Energie, genau. Da können wir uns eigentlich jetzt mal eine davon krapschen.
Scheiße beide aufgesammelt. Egal. Dann gehen wir mal hier weiter. Also wenn man das Mittelding von diesen sich drehenden Dingern hier erwischt, dann gehen sie kaputt. Die erinnern auch so ein bisschen an Sonic. Okay. Lasst heute mal eure blöden Eier stecken, ey. Das ist unglaublich. Ich hab genug Eier selber in der Hose. Okay, jetzt muss ich mal wieder zurück. Das ist gar nicht schön. Los raus hier. Natürlich. Ey, da kriegst du so einen Hass, Alter. Nein, weg. Shit, shit, shit. Irgendwo hat man noch eine Energiereserve. Hier ist, glaube ich, das Ziel. Aber da oben ging ja was auf. So neugierig bin ich halt doch wieder dann. Und will mal kicken, was das ist. Aber Moment mal. Nase juckt. Das ist schon wieder der Typ da, der schon in der dritten Episode mal kurz zu sehen war. Ich nehme an, das wird der Obermotz dann später. Nein! Sehr schön. Das kann ich gebrauchen. Ich habe bloß keinen Schimmer, wo das Ding ist, das wir aufgeschossen haben. Vielleicht war es hier oben irgendwo. Ich glaube es fast nicht. Wenn ich es jetzt nicht finde, dann ist es mir auch Wurst. War das hier? Ja, war hier. Hier scheint es wohl wieder eine Cell zu geben. Jawohl. Also hat sich doch rentiert. Das eventuell beim Endgegner dann sinnvoll. Und jetzt schaue ich, dass ich ins Ziel komme, ohne noch zu sterben. Das müsste doch drin sein. Beim Levelwechsel, das haben wir ja gelernt, wird zum Glück die Energie wieder aufgefrischt. Okay, Stage 4, 3 geschafft. Da müssten es noch 2 sein. Das kann ja noch haarig werden hier in der Episode. Ich hoffe, die verschonen uns jetzt mit neuen Gegnern, denn die, die wir jetzt haben, die reichen mir schon. Okay, es läuft auf jeden Fall wesentlich besser als beim ersten Versuch. Die ersten 3 Versionen, die waren auch schön easy peasy. Aber die hier, die zieht jetzt schon ordentlich an. Okay, weg mit dir. Oh, die Dinger, die nerven. Es nerven sowieso alle Gegner irgendwie in der Episode. Nein! Also, manchmal sind die Waffen, so gut wie sie sind, irgendwie scheiße. Ups, Schuss mit Sprung verwechselt. Passiert mir immer wieder gern. Gut. Machen wir das Ding auch gleich weg. Sicher ist sicher. Dann geht's hier weiter. Energie können wir gebrauchen. Oh, Mist. Oh, was ist denn das wieder für eine unfaire Stelle? Einfach durch, sag's dir. Und jetzt haben wir wieder dasselbe Dilemma wieder vor. Gibt's hier irgendwo Energie? Nein! Gut. Oh! Sehr schön. Machen wir dich erstmal kaputt und gucken, ob es hier ein Secret gibt. Sehr gut. Oh, ja, 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 ja. Geh bloß weg. Sehr schön. Weiteres Chaos. Nehme ich gerne mit. Ach, mir läuft die Nase überall, juckt sie, schwitzt wie Sau. Das sind die besten Voraussetzungen, um so ein Spiel erfolgreich zu beenden. Ach, blödes Chaos. Dann mach halt wenigstens die Sachen kaputt. Himmelswillen. Energie sieht nicht mehr so rosig aus. Du kommst gleich mal weg. Lalalalalalala. Ach, eins überlebt natürlich wieder. Ist ja logisch. Jetzt müssen wir gucken, dass wir schnell wieder Energie finden. Bevor die Bazillen hier uns kalt machen. Das war jetzt eine dumme Idee. Na, kommt her. Genau. Brav.
So, jetzt nur vorsichtig. Oh, sehr schön. Sehr schön. Ist das ein Überlebenskampf, Alter? Gibt's hier oben was Schönes? Nee, nur eine Abkürzung wieder zurück zum Start. Na toll. Das ja dufte. Schwitzen die Hände. Halt mal die Klappe, Kumpel. Und ihr auch. Sonst kommt er in die Pfanne, ich sag's euch. Ich glaube, da oben gibt's wieder ein Secret. Kann das sein? Ja. Oh. Alter, Fene. Warum? Wow, das hat wirklich gut geklappt. Euch lasse ich mal dahin blubbern. Schlafende Hunde weckt man nicht. Fresse. Merkt schon, ich sag nicht mehr so viel. Ich muss mich wirklich konzentrieren, hier um am Leben zu bleiben. Oh oh. Mist. Das war natürlich jetzt scheiße. Shit. Bevor wir uns von hier verziehen, check ich mal ab, ob es hier eventuell Secrets gibt. Ich glaube nicht. Scheiße, ich blink schon wieder rot. Beim nächsten Treffer bin ich hinüber. Energie? Nein. Nur Gegner. Okay, sehr schön. Gut, jetzt bloß nicht in die Lava fallen. Ach, geil. Sehr schön. Noch besser. Es läuft, es läuft. Wir brauchen die Leben für den Endgegner. Wahrscheinlich deswegen... Was zur Hölle? What the fuck? Nein. Geh weg, bitte. Geh weg. Alter, das kostet Energie und Nerven und überhaupt alles. Ja, ist ja gut. Jetzt gehe ich drauf. Ja, war klar. Was ist denn das für ein ekelhaftes Zeug, ey? Vor allem, wenn du keinen gescheiten Schuss hast, dann hast du da halt null Chancen, da irgendwie zu bestehen. Und jetzt werde ich wieder nervös und baue Scheiße. Okay, lass mich mal da runter gucken. Oder vielleicht doch zuerst oben. Okay. Nee, nochmal hoch. Schnappen uns das ganze Zeug, bevor ich jetzt da runterspringe. Ich glaube, da oben waren wir schon. Lassen wir uns dort mal fallen. So. Oh Mann, diese blöden Steaks. Diese blöden Eier. Boah, ich wäre hier gerade total zerfleischt und umzingelt. Ich fühle mich schon wie bei Silver Surfer. Bitte. Okay. Ich brauche Energie, Freunde. Ich brauche Energie. Himmels Willen, die Diskette hat mich jetzt leicht erschreckt. Du blödes Mistding, Alter. Schon wieder nur zwei Energie. Ich könnte kotzen. Okay, da müsste man definitiv raufkommen. Nee. Spring, Häschen, spring! Energie wäre mir lieber als die blöden Joysticks. Ich sag's euch ganz ehrlich. Nein, 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 nein. Das war unfreiwilliger Abgang. Okay. Jetzt wird das Spiel wirklich derb irgendwie. Da oben ist eine Cell, dann kannst du davon ausgehen, dass da wieder 1000 Gegner sind. Nee, nicht mal. Okay, sehr schön. Das ist gut, dass wir so viel finden. Dann können wir eventuell im letzten Level wieder ordentlich die Waffenkammern ausräumen. Ich glaube, das müssen wir auch machen. Oh, sehr schön. Gerade noch vom Exodus ins Ziel gerettet.
4, 5. Okay, 3 Leben, 4 eigentlich sogar. Also wenn der Endgegner nicht allzu pervers wird, dann müsste man das schaffen können. Will ich da rein? Anscheinend schon. Noch! Eine Zelle hat mir noch gebraucht. Okay, egal. Stellen wir uns zum Endkampf, nehme ich mal an. Durch die pinken Eingeweide der Erde. Wahrscheinlich Lavawände, was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Obwohl, dann wären wir jetzt schon längst verkokelt. Komm Leute, macht's nicht so spannend. Das ist ja wie das leere Schloss in Simon's Quest. Hallo, Kumpel. Quarko? Is that you? Quarko, bist du's? At war, please, don't go near the core. At war, bitte, komm den Kern nicht zu nahe. Quarko, our children are gone. What more do we have to lose? What else could we possibly do? Quarko, unsere Kinder sind bereits verloren. Was haben wir mehr zu verlieren? Was können wir denn überhaupt noch tun? I know. I came here to recreate the Earth too. But I couldn't. I can't lose you too. Please don't do it. Ich weiß, ich bin hierher gekommen, um die Erde wieder zu rekreieren, aber ich konnte es nicht tun. Ich kann nicht auch noch dich verlieren. Bitte, tu es nicht. The core must be reacting to our presence. The earth is fighting back. Also der Kern muss auf unsere Gegenwart reagieren. Die Erde kämpft zurück. Quarko, look out. Pass auf. Batsch. Tja, Quarko hat zerbröselt. So, gucken wir mal, was wir jetzt hier machen müssen. Außer uns von Eiern killen zu lassen, verdammte Kacke. Also irgendwas müssen wir zerschießen, das ist klar. Ah, okay, die Dinger erstmal kaputt machen, so wie es ausschaut. Fridolin? Nein! Scheiße. Jetzt haben wir nur noch den Mega. Mega-Share. Okay. Einen muss es noch geben. Oder zwei. Da kommen sie, die Sportfreunde. So, der ist auch weg. Ah, da oben ist schon die Energieanzeige. Ich verstehe. Nur jetzt, ne? Jetzt haben wir keine Bonus-Dinge mehr. Ah, wir haben unendlich von den ganzen Waffen. Bis auf Chaos. Das ist schon mal gut. Also das heißt, wir haben jetzt unendlich Mega hier wahrscheinlich. Würde gerne auf andere Waffen wechseln. Ah, die Sonne kommt auf uns. Ich glaube, ich verziehe mich mal von hier. Aua. Ficken, ey. Entschuldigung, aber das musst du mal offen gesagt werden. Die Waffe ist scheiße irgendwie. Oh, Sonne, geh weg. Sonne, Mond und Sterne. Okay. Das Problem ist, dass wir immer von diesem blöden Sonnenkörper da oder was auch immer das für eine Gelee-Masse ist, abhauen müssen. Und das macht das Ganze nicht wirklich einfacher. Boah, das war knapp. Das war knapp. Gut, jetzt haben wir die auch bald, die grünen Bälle. Schade, dass man so nicht nach oben oder nach unten schießen kann. Das Ding müssen wir, glaube ich, nicht anschießen, oder? So, sind jetzt noch ein paar so grüne Dinge übrig? Ja. Okay. Okay, ich nehme an, jetzt müssen wir das Teil irgendwie treffen. Ja. Aber ganz ehrlich, solche riesen Monster-Dinger sind mir lieber als so schnell umherwuselnde Gegner. Oh oh, hätte ich bloß nicht meine Klappe aufgemacht. Alter, jetzt wird's ein bisschen übel. Scheiße.
Jetzt wird's nochmal wirklich eng. Hier hätte ich jetzt gerne den grünen Laser. Der wäre geiler. Ich glaube, das geht noch ordentlich in die Hose. Obwohl. Wir haben noch eine realistische Chance. Zum Glück schadet uns der Kern selber nicht, wenn wir ihn berühren. So. Oh, scheiße. Letztes Leben. Jetzt müssen wir aufpassen. Aber wir haben das Ding fast. Jawohl. Boah, was für ein Battle, Alter. Ich hoffe, das war es auch wirklich. 92% drückt man eine Taste. Quaku! Don't worry about me. We don't have long anyway. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir überleben sowieso nicht mehr lange. At war, we should have never given that suit to Kojo. We should have never invented Muri in the first place. At war, wir hätten die Rüstung niemals Kojo geben sollen. Wir hätten Muri nie erschaffen sollen. I know why we did. It was the wonder we saw in the birth of our children. That feeling that life was something special. Ich weiß, warum wir es getan haben. Es war das Wunder, dass wir in der Geburt unserer Kinder sahen. Das Gefühl, dass Leben etwas Besonderes war. Oder ist. No one believed that the suits were what the suits were really for. Kojo was never meant to use it. We would give our own lives, remember? We would even leave our children behind. Keiner hat geglaubt, für was die Panzerungen wirklich da waren. Kojo hätte sie niemals benutzen dürfen. Wir hätten unser eigenes Leben dafür gegeben. Erinnerst du dich? Wir hätten sogar unsere Kinder im Stich gelassen. I tried talking you out of it. Then too, replacing planets with replicas of the Earth didn't seem to make life all that special anymore. Ich habe schon damals versucht, dich rauszureden, Planeten mit Replikanten der Erde auszutauschen. Das scheint das Leben nicht wirklich besonders zu machen. you did go on about it, but here we are, and I'm ready to share the end with you. Ja, du hast nie aufgehört, davon zu reden, aber jetzt sind wir trotzdem hier und ich bin bereit, das Ende mit dir zu teilen. At war, let's absorb the Earth and all the life that has died here. Let's birth a new planet that looks nothing like it. At war, lass uns die Erde absorbieren und alles Leben, das hier gestorben ist. Lass uns einen neuen Planeten gebären, der nichts wie dieser hier ist. That's just what I was thinking. Anyone would have remade the same nature, right? The same mankind. Genau dasselbe habe ich mir auch gerade gedacht. Jeder andere hätte wahrscheinlich dieselbe Natur wieder erschaffen. Dieselbe Menschheit. I'm just afraid we're making another mistake. Ich habe nur Angst, dass wir einen weiteren Fehler machen. I'm not afraid. Not when I'm with you. Ich habe keine Angst. Nicht, wenn ich mit dir bin. Zischelbang. Bratz. Bumm, zack. Aber hallo. Natürlich muss der neue Planet blind. Pink wollte ich sagen, sein Muri, ein Game von Daniel Remar. Sound bei Matthias Halkuninen. Published bei Ludacity. Das Ende. Drück eine Taste, um zurückzukommen. Also war ganz witzig. Vierte Episode hat dann ordentlich angezogen, aber wir haben es dann trotzdem noch gemeistert. Also war ein schönes Projekt für zwischendurch. Muri für 3,99 € im Steam Store. Wer Interesse hat, es selber nachzuspielen. Ansonsten sage ich Servus, euer LST. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, dann bei den weiteren Folgen von Bureau XCOM Declassified, nehme ich an. Und bald steht dann wahrscheinlich der Duke ins Haus. Duke Nukem Manhattan Project. Bis zum nächsten Mal. Servus, danke fürs Zuschauen bei Muri. Yeah.